Sagen aus dem Harz. Folge 113. Die Grube Silberner Mann. In einer Grube ist man beim Absinken auf einen Menschenkopf von gediegenem Silber gekommen. Und wie man weiter absinkt, kommt eine ganze Menschengestalt von lauterem Silber zum Vorschein. Diese stellt den Bergmönch dar, wie er leibt und lebt. Und darum hat niemand es wagen dürfen, dieses Bild zu beschädigen. Und lange, lange Jahre ist diese Grube die ergiebigste auf dem Harz gewesen, und wegen ihres Wahrzeichens wurde sie der Silberne Mann genannt. Aber einmal lässt sich einer durch Habsucht verleiten, dass er von dem Bilde einen kleinen Finger abschlägt. Da springt aus der Wunde ein gewaltiger Wasserstrahl heraus, dass die Menschen kaum haben aus der Grube herauskommen können. Die Grube aber ist ertränkt, und das bis auf den heutigen Tage.